wir sind da mitten im Getümmel vom großen Montagsball, vom traditionellen großen Montagsball in Sinian. Rante Potante ist das Motto und der Ball ist ausverkauft schon seit Tagen. Servus, Sinian! Servus, ich bin der Matthias. Wir sind heute hier Backstage beim großen Montagsball Rante Potante aus Sinian. Wir sind jetzt gerade knapp vor der Eröffnung, der offiziellen Eröffnung des großen Montagsballs mit unserer Brass. Und wie ihr es alle erkennen könnt, ist heuer das Motto der Musikkapelle Sinian, die ja diesen Ball veranstaltet, Barbie. Und wir wünschen allen Faschingsnahen, die da in Sinian sind, aber auch die daheim sind, ein Rante Potante und noch einen schönen Faschingsausklang heute beim großen Montagsball und morgen beim Faschingsumzug hoffentlich in Sinian. 1, 2, 3, 4. Ja, also wir gehen heute als Lama, als Gruppe, inklusive unserem Führer, der Alfonso. Und wir haben uns für Alpaka bzw. Lamas entschieden, weil meine Cousine, die Maddalena, so gern Alpakas und Lamas mag. Das war's. Wo seid ihr? Wir sind da direkt aus Lod. Wo aus? Aus Sinian, in der Umgebung. Für Halloween. Halloween? Ja, für Halloween. Glurak. Ein Hund. Der Berliner Lufthund. Also, wir wollten einfach von außen gleich schön ausschauen wie von innen. Also, wir sind aus Sinian und Hainfels. Wir nennen uns Jungwald, weil der Borkenkäfer unseren Wald auffrisst und wir schon aufgeforstet haben. Rante! Rante! Also wir sind von Andras. Ich von Nikolsdorf. Asling. Ich von Dahl. Und ich von Lienz. Und zu dem Kostüm ist gekommen, weil wir wollten eigentlich ursprünglich was anderes gehen. Es hat uns dann aber nicht mehr gefallen und dann war das die Notlösung. Wir sind von Hainfels und Straßen, sind die 101 Dalmatiner mit der Cruella de Vil. Und auf die Idee sind, der Camp sein wir, weil wir 100 Jahre Disney haben heuer. Beziehungsweise noch wir jetzt war es einfach Katitsch und sind heim Vormittag in einem Wald gewesen. Servus, ich bin ein Bab. Also, ich bin aus Hainfels und mir ist nichts anderes übrig geblieben, weil die alle als Mönch oder Pfarrer gegangen sind. Also wir sind von Andras und unser Kostüm ist Imka, also wir sind zu dritt. Und die Idee ist dazu gekommen, weil wir daheim mit Bienen haben und dann haben wir so ein Gewand daheim gehabt. Und dann haben wir uns gedacht, ja warum auch nicht? Dann haben wir mal im Internet durchgeschaut und dann haben wir... Ja, weiter. Ja, und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, weil wir wollten etwas miteinander gehen und dann sind wir halt zu dem gekommen. Hallo, ich bin die Theresa aus Dölsach und mein Kostüm hat der Papa gemacht und auf ihn. Und wir kämpfen ab Waltersburg und wir gehen heute als Puzzlehaltestelle. Das ist unser Vater vor 30 Jahren schon einmal gegangen.